Martina, herzlich willkommen zurück in der Schweiz. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich habe zwar eine kleine Erkältung, aber ansonsten geht's mir gut. War jetzt eine intensive Zeit zuletzt. Ist ja ganz klar, viele neue Eindrücke, noch verbunden mit der neuen Aufgabe. Der ganze DFB-Apparat ist ja schon sehr, sehr groß. Aber eben auch eine spannende Zeit und wir haben jetzt das erste Trainingslager hinter uns gebracht mit 30 Spielerinnen und war ein guter Auftakt in dieses Jahr. Es ist schön, zurück in der Schweiz zu sein, weil? Ja, weil ich hier ja viele nette Menschen treffe und ich bin gerne hingekommen und ich bin auch gerne der Anfrage nachgekommen. Das hat sich jetzt heute angeboten, auch wenn ich früh aufstehen musste. Ja. Und von daher freue ich mich auch, das ein oder andere bekannte Gesicht heute wieder zu sehen. Meinem Nachfolger Nils Nielsen wünsche ich? Dem wünsche ich natürlich alles Gute, ein glückliches Händchen. Ich glaube, es war auch für ihn ein cooles Trainingslager. Ich habe ganz viel Positives gehört und ich denke, der Nils ist ein guter Typ. Wir kennen uns ja auch so ein bisschen und ja, er soll einfach die Mädels weiter mitnehmen und weiter performen und dann hoffentlich qualifiziert sich dann die Schweiz für die EM. Am Finaltag der Weltmeisterschaft? Ja, sitze ich im Stadion. Ich weiß nur noch nicht, ob auf der Tribüne oder auf der Bank. Alles klar. Vielen Dank und weiterhin alles Gute.